Geschlechtsneutralität, so offen erzieht Pink ihre Kinder. Sie will ihre Kinder komplett ohne Schubladendenken aufziehen, das heißt für Pink, 38, auch frei von Geschlechterrollen. Die Sängerin habe vor allem durch ihr Töchterchen entschieden, ihren Kleinen in jeder Hinsicht freie Bahn zu lassen. Egal ob Männlein oder Weiblein steht hinter ihrer Tochter, die offenbar bereits plant, eine Frau zu heiraten. Wir sind ein sehr lockerer Haushalt, verriet die Musikerin im Interview mit The People. Sie und ihr Gatte, Motorradprofi Carrie Hart, 42, lassen ihren Sprösslingen die Chance, sich frei zu entwickeln. Die Sechsjährige scheint diese laissez-faire Erziehung schon verinnerlicht zu haben. Letzte Woche hat mir erzählt, dass sie eine Afrikanerin heiraten möchte, wenn sie groß ist, sagte. Völlig begeistert von so viel Entschlossenheit bestärkte die Wat Abodos-Interpretin ihren Nachwuchs und reagierte super cool, ich meinte nur, toll, kannst du mir dann beibringen, wie man afrikanisches Essen zubereitet? Ist es unbeschreiblich wichtig, dass ihre Liebsten mit einem völlig befreiten Geist aufwachsen, auch, was ihr eigenes Selbstwertgefühl angehe. Baby, wir ändern uns nicht. Wir machen aus Kies in der Muschel eine Perle. Wir helfen anderen Menschen, sich zu verändern, damit sie alle Arten von Schönheit sehen können, hatte sie geantwortet, als die sich als hässlichstes Mädchen überhaupt bezeichnet habe.